Hallo und herzlich willkommen zu Cardus Debate Nummer 19. Unser Thema heute sind Sanktionen als internationales politisches Druckmittel und wie sich diese auf die Arbeit in der humanitären Hilfe auswirken. Als internationale humanitäre Hilfsorganisation ist auch Cardus in Regionen aktiv, die von Sanktionen betroffen sind. Wir werden... Wir werden uns hier heute also sowohl mit dem theoretischen Hintergrund der Maßnahmen und deren Auswirkungen beschäftigen, als auch von den konkreten Erfahrungen von Cardus im Feld berichten. Ich freue mich sehr, dazu meine Gäste zu begrüßen, Sonja Hövelmann und Verena Lauble. Sonja ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for Humanitarian Action in Berlin, kurz CHARM. Sie forscht zum internationalen humanitären System und hat bereits am Institut für Friedenssicherung und humanitäres Völkerrecht einen Masterstudiengang zu Humanitarian Action koordiniert. Verena ist eine der drei Geschäftsführerinnen von Cardus und leitet als Regional Managerin die Abteilung Middle East, die gerade hauptsächlich in Nordostsyrien und im Irak aktiv ist. Ich bin Corinna von Cardus und moderiere das Ganze hier heute wieder aus unserem virtuellen Makerspace. Cardus ist ja nicht nur eine humanitäre Organisation im Einsatz, sondern wir betreiben in Berlin den Crisis Response Makerspace, wo wir Lösungen für die humanitäre Hilfe entwickeln. Im Makerspace haben wir auch die Reihe Debate gestartet, in der wir uns kritisch mit Themen der humanitären Hilfe beschäftigen. Und vor der Pandemie haben wir uns dort live getroffen und zusammen mit allen vor Ort diskutiert. Das ist leider im Moment nicht möglich, aber ihr könnt euch auch von zu Hause über den Chat beteiligen und Fragen an Sonja und Verena stellen. Den Chat findet ihr einmal live im Stream und dann auch auf unserer Webseite, das ist cardus.org/debate. Alternativ könnt ihr uns auch Fragen über Twitter stellen mit dem Hashtag CardusDebate. Und dann starten wir jetzt erstmal mit Sonja, die uns eine Einführung in das Thema geben wird. Aber Sonja, bevor wir einsteigen, kannst du uns gerade noch ein paar Worte zum Center for Humanitarian Action sagen? Also was ist dieses Zentrum und woran arbeitet ihr da? Ja, herzlichen Dank, Corinna, auch für die Einladung und heute hier was sagen zu dürfen, sowohl zum CHAR als auch zum Thema Sanktionen. Das CHAR oder Center for Humanitarian Action ist ein unabhängiger Think Tank und wir sind ein bisschen vielleicht auch wie Cardus zivilgesellschaftlich verankert, weil tatsächlich die Initiative von drei Hilfsorganisationen kam, diesen Think Tank zu gründen, nämlich die Diakonie Katastrophenhilfe, Caritas International und Ärzte ohne Grenzen. Und das ging so ein bisschen darauf zurück, dass die humanitäre Hilfe in Deutschland zuletzt ja sehr stark zugenommen hat, insbesondere das finanzielle Engagement beispielsweise von der Bundesregierung. Und gleichzeitig da die Wahrnehmung war, dass die Policy-Kapazitäten nicht unbedingt mit dem Schritt gehalten haben und dass auch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, also das spezifische Wissen über humanitäre Hilfe in einer nicht fachlichen Öffentlichkeit da durchaus noch weiter zu dem Thema informiert werden kann. Insofern sehen wir so ein bisschen unsere Aufgabe darin, zum einen kritischer Begleiter zu sein der humanitären Hilfe aus Deutschland, aber auch global. Und gleichzeitig versuchen wir aber auch durch Analyse und verschiedene andere Mittel die Hilfsorganisationen und Hilfsakteure in den Herausforderungen, die sie in ihrer Arbeit haben, zu unterstützen. Das ist so ein bisschen das Gründungsmomentum vom CHAR. Und in diesem Rahmen oder im Rahmen der Herausforderungen, die Hilfsakteure haben, beschäftigen wir uns unter anderem in einem Forschungsprojekt, das wir Shrinking Humanitarian Space nennen, mit den Einschränkungen des humanitären Raums. Und das tun wir auf zweierlei Weise, nämlich zum einen haben wir einen Fokus auf Migration, wo wir uns unter anderem mit dem Thema Seenotrettung beschäftigen, denn das kennen ja sehr viele sicher aus den Medien, dass insbesondere Seenotrettungsakteure in der Rettung von Schiffbrüchigen in ihrer Hilfe sehr stark beeinträchtigt werden oder zum Teil auch kriminell verfolgt werden. Der andere Bereich, den wir uns in diesem Forschungsprojekt anschauen, sind Antiterrormaßnahmen und welche Auswirkungen Antiterrormaßnahmen auf die Erbringung von humanitärer Hilfe haben.
Und das haben wir so ein bisschen uns angenommen, weil wir hier sehen, dass das Thema eine zunehmende Wichtigkeit für Hilfsakteure hat, insbesondere in Kontexten wie Syrien, wie Jemen, wie Nigeria. Und immer mehr zu einer großen Herausforderung wird, tatsächlich noch Hilfe zu leisten. Und was machen wir in diesem Bereich? Zum einen, so wie heute, Diskussionsveranstaltungen im geschlossenen Rahmen, aber auch im öffentlichen Rahmen, wo wir diese Herausforderungen diskutieren. Und wir geben aber zum Teil auch Papiere raus. Unter anderem haben wir einen Debattenbeitrag zum Thema Antiterrormaßnahmen verfasst, wo wir den Gegenstand so ein bisschen beschreiben. Und just heute haben wir ein neues Papier lanciert. Und zwar haben wir eine Reihe, die nennt sich Counter-to-Go, wo wir humanitäre Themen versuchen, sehr kurz zu erklären. Und heute haben wir einen Counter-Terrorism-to-Go veröffentlicht. Also wen das Thema interessiert und wer vielleicht noch mal reinschauen will, da versuchen wir so auf 6 Seiten dieses sehr komplexe Thema näher zu bringen. Vielleicht zu weit und zurück zu dir. Super, danke Sonja für diesen Einblick in was das Char macht. Und kannst du uns da einen Einblick geben, was es genau ist, das, wenn wir über Sanktionen sprechen und auch über Counterterrorism, was du eben schon erwähnt hast? Ja, sehr gern. Also es ist ja ein insgesamt sowohl sensibles Thema, also es ist gar nicht so leicht, auch für mich darüber zu sprechen. Ich bin keine Juristin, also es ist dann doch immer sehr schnell, sehr technisch, sehr juristisch. Und insofern gar nicht so einfach und insbesondere für eine Diskussionsveranstaltung wie heute. Ich hoffe, dass es nicht zu technisch wird, sonst müsst ihr gerne nochmal zurückfragen, beziehungsweise unterbrich mich auch gerne, Corinna. Im Prinzip beschäftigen wir uns oder müssen sich humanitäre Akteure mit dem Thema beschäftigen, weil es eben zunehmend zu einem Problem wird, weil wir eine sehr starke Zunahme von Gesetzgebung haben und Zwangsmaßnahmen, die ein zunehmend sehr komplexes Gebilde von verschiedenen Maßnahmen, die sich zum Teil widersprechen, zum Teil ergänzen, gebildet hat. Und hinzu kommt, dass es zunehmend so eine Art Null-Toleranz-Politik gibt, also dass wir immer stärker eigentlich eine Kontrolle haben, dass Hilfsakteure sich an bestimmte Regeln halten und es zunehmend zu einer Versicherheitlichung kommt, also dass immer stärker darauf geachtet wird, dass niemand gegen Gesetze verstößt. Und das alles wird so ein bisschen zum Problem, insbesondere in Gebieten, wo sogenannte gelistete Gruppen aktiv sind. Im Volksmund auch Terrororganisationen genannt. Das wird immer versucht, nicht so unbedingt zu benutzen, denn ob es jetzt eine Terrororganisation ist oder nicht, hängt ja dann eben auch oft vom Auge des Betrachters ab. Manche sehen dann eher die Rebellen, andere die Opposition und so weiter. Insofern versuchen zum Beispiel Akteure wie das ICRC eher immer mit gelisteten Gruppen als Begriff damit umzugehen. Das versuche ich heute auch, mal gucken, wie gut es klappt. Diese Gruppen sind oder bestimmte Gruppen werden eben gelistet auf Sanktionslisten und wenn die bestimmte Gebiete kontrollieren oder Hilfe in Gebieten geleistet werden müssen, wo diese Gruppen aktiv sind, dann wird das häufig deutlich aufwendiger oder schwieriger. Und das haben wir vor allen Dingen eben, wie schon gesagt, in Ländern wie Syrien, in Jemen, in Nigeria. Und da korreliert so ein bisschen, dass häufig da, wo die Bedarfe am größten sind nach humanitärer Hilfe, es auch so ist, dass die Hilfe am schwierigsten zu leisten ist aufgrund von diesen Antiterrormaßnahmen. Warum ist es also wichtig, darüber zu sprechen, auch in einer Debatte wie heute? Weil zum einen die humanitäre Hilfe eigentlich sehr selten das direkte Ziel ist, also die Einschränkung von humanitärer Hilfe, sondern vielmehr so ein nicht intendierter Nebeneffekt oder so eine Art Kollateralschaden. Und es ist insofern wichtig, darüber zu sprechen, um die Auswirkungen zu minimieren, weil es ja eben eigentlich nicht in der Intention von Antiterrormaßnahmen ist, humanitäre Hilfe zu verhindern.
Und zum einen ist es wichtig, hier mehr rechtliche Sicherheit für die Operationen, also die Projekte zu haben, beispielsweise durch humanitäre Ausnahmen. Das heißt, in der Gesetzgebung ist schon direkt verankert, dass humanitäre Hilfe oder Hilfsmaßnahmen von diesen Gesetzen ausgenommen sind. Aber es ist natürlich auch im Interesse der Organisation selbst, zum einen die negativen Effekte zu vermindern, also dass Hilfsgüter oder Hilfsleistungen gar nicht erst von als gelistete Organisationen oder Entitäten abgezweigt werden, das zu minimieren und natürlich auch den Reputationsschaden zu minimieren, also zum Selbstschutz, dass gar nicht erst ein Verdacht aufkommt, dass man gegebenenfalls, ob jetzt nicht intendiert oder intendiert, gelistete Entitäten unterstützt hat. Vielleicht ein kurzer Exkurs, woher kommen Antiterrormaßnahmen, beziehungsweise wer kann diese erlassen? Zunächst mal ist vielleicht zu sagen, dass Antiterrorgesetze und Sanktionen erstmal legitime Maßnahmen sind. Jeder Staat kann die erlassen, um Terrorismus zu bekämpfen, um die eigene Zivilbevölkerung zu schützen. Was halt kritikfähig ist, ist, dass eben durch die starke Zunahme an Gesetzgebung auf verschiedenen Ebenen, also zum Beispiel Zwangsmaßnahmen im Bereich Terrorismusbekämpfung, Anti-Geldwäsche, Anti-Betrugsbestimmung, dass dadurch so ein sehr komplexes System oder Regime an verschiedenen Rechtsbereichen sich ergeben hat. Und dass dadurch Hilfe eben nicht intendiert eingeschränkt wird. Und diese verschiedenen Gesetzgebungen, Sanktionen, Listungsverfahren, die bewegen sich auf im Prinzip drei Ebenen. Wir haben zum einen die internationale Ebene, die regionale Ebene und die nationale Ebene. Wobei es da auch nochmal ein bisschen komplizierter wird, weil bestimmte nationale Regelungen auch sogenannte extraterritoriale Reichweite haben. Das heißt, beispielsweise viele US-Sanktionen haben das, sobald ein US-Staatsbürger beteiligt ist, gelten diese nationalen Maßnahmen auch extraterritorial, also über die Landesgrenzen hinaus. Ihr merkt sich ja schon, das ist also ein sehr komplexes Regime aus verschiedenen Gesetzgebungen und verschiedenen Körperschaften, die diese Gesetzgebung erlassen können. Und da ist es einfach sehr schwierig für humanitäre Akteure, denen das natürlich nicht, die da vielleicht jetzt nicht die Expertise haben, da immer den Überblick zu behalten, wo sie jetzt gegen Gesetze verstoßen und wo nicht. Und hinzu kommt, dass es auch noch einen echten Rechtskonflikt gibt mit dem internationalen humanitären Völkerrecht. Denn dem haben sich ja viele humanitäre Akteure verschrieben, indem sie die humanitären Prinzipien für sich beanspruchen, wie die Unparteilichkeit zum Beispiel oder die Unabhängigkeit. Und hier kommt es wirklich zu einem klaren, Widerspruch zwischen diesen beiden Gesetzgebungen. Zum einen, wenn man zum Beispiel die Unparteilichkeit sich anguckt, dass dieses Prinzip besagt, dass Hilfe allein nach dem Maß der Not geleistet werden soll. Das heißt, Hilfsorganisationen müssen da helfen, wo sozusagen die bedürftigsten Menschen leben. Das passiert aber vielleicht nicht, wenn diese Menschen viel schwieriger zu erreichen sind, weil bestimmte Sanktionen aktiv sind oder Ähnliches. Oder auch das Prinzip der Unabhängigkeit kann dadurch verletzt werden, weil Hilfsakteure zum Beispiel gar keine Gelder bekommen von Gebern, die vorsichtig sind, bestimmte Projektgebiete gar nicht erst zu berücksichtigen. Und dadurch können humanitäre Akteure dann eben nicht mehr als unabhängig wahrgenommen werden. Sanktionen, um die es ja heute gehen soll, sind sozusagen auch ein Teilgebiet von dem breiteren Komplex Antiterrormaßnahmen. Und diese werden vor allen Dingen erlassen, um eigentlich eine Verhaltensänderung bei bestimmten Personen oder auch Staaten zu erwirken und sind insofern ein wirtschaftliches bzw. außen- und sicherheitspolitisches Ziel oder Instrument. Und es gibt
verschiedene Reichweiten von Sanktionen. Also die umfassen zum einen bestimmte Listen, wo sanktionierte Personen oder eben ganze Gruppen gelistet sind. Dann können einzelne Länder sanktioniert werden. Ein sehr prominentes Beispiel ist da immer Kuba. Es können bestimmte Sektoren sanktioniert werden. Also beispielsweise in Syrien ist das der Bausektor. Da sind dann die Einfuhr von Zement und Sand sanktioniert. Oder Petroleum auch oft, also Öl und so weiter. Und zuletzt können auch bestimmte Güter sanktioniert werden. Hier ist häufig sind sogenannte Dual-Use-Güter, also bestimmte Objekte, die sowohl für militärische als auch für zivile Sachen genutzt werden können, die werden dann häufig auch sanktioniert. Und da sieht man schon, dass die Sanktionen eine ganz unterschiedliche Reichweite haben können, ob jetzt nur bestimmte einzelne Güter oder ganze Länder sanktioniert werden. Da ist eben zum Teil sehr schwierig, den Überblick zu behalten. Es gibt drei sozusagen Gesetzgebungen oder drei Ebenen, auf denen Sanktionen erlassen werden können. Das ist zum einen der UN-Sicherheitsrat, die Sanktionen erlassen können. Dann können sogenannte regionale, internationale Organisationen, wie zum Beispiel die EU, auch Sanktionen erlassen. Die EU hat eine eigene Liste von Zwangsmaßnahmen, die sich auch nicht unbedingt vollständig überlappt mit der UN. Also die EU hat beispielsweise zwei eigene Regime in place, die die UN nicht hat. Und zuletzt können auch Nationalstaaten Sanktionen erlassen. Hier ist insbesondere die USA zu nennen, die sehr viele Sanktionen erlassen, die für die humanitäre Hilfe sozusagen zu bedenken sind. Aber auch Großbritannien, Australien haben eigene Listenverfahren. Und weitere Herausforderung ist noch, dass die Sanktionen, die der UN-Sicherheitsrat erlassen hat, dass die dann von den Mitgliedstaaten implementiert werden müssen. Aber bei der Implementierung wird nicht unbedingt notwendigerweise der genaue Wortlaut übernommen. Das heißt, zum Teil implementieren die Nationalstaaten dann die UN-Sicherheitsratsresolution sogar noch strenger oder so. Das heißt, auch da gibt es noch deutliche Unterschiede. Wenn wir uns das Beispiel Syrien angucken, was ja auch im weiteren Verlauf nochmal ein bisschen genauer beleuchtet wird, dann haben wir hier also verschiedene Sanktionen, nämlich zum einen der UN, der EU und der USA auf der horizontalen Ebene und auch auf der vertikalen Ebene. Das heißt, auf der Länderebene haben wir auch nochmal Sanktionen und zwar auch von den USA und der EU. Also wir haben hier ganz viele verschiedene Sanktionsregime, die sich zum Teil überlappen, die zum Teil unterschiedliche Sektoren betreffen, also Bausektor habe ich schon genannt, Petroleum und so weiter. Und wir haben auch noch das Extraterritorialprinzip durch die US-Sanktionen. Das heißt, wenn irgendwo ein US-Bürger beteiligt ist, weil er beispielsweise das Projekt mitplant im Headquarter oder wo auch immer, dann gelten eben auch die US-Sanktionen. Also man kann schon so ein bisschen sehen, Syrien tickt da alle Boxen, was es an Komplexität gibt. Und deswegen ist es eben sehr schwierig für humanitäre Akteure, diese Komplexität zu navigieren. Gleiches gilt nochmal auch für die so Antiterrormaßnahmen, die ich jetzt noch nicht noch weiter erläutere, aber auch hier gibt es sozusagen verschiedene gesetzgebende Körperschaften, die diese erlassen können und dann noch ein weiteres Layer zu den Sanktionen darstellen. Vielleicht soweit zu den rechtlichen Hintergründen und den Rahmenbedingungen. Sicher interessanter für alle ist es, wenn wir auf die konkreten Auswirkungen für die humanitäre Hilfe gucken. Und Verena wird da sicher gleich nochmal ein bisschen plastischer drüber erzählen. Ich habe es mal in so vier verschiedene Auswirkungen
gruppiert. Zum einen sind das die operationellen Herausforderungen, dass Projekte administrativ viel aufwendiger zu verwalten sind und dass im Prinzip das Ziel, zeitnah effiziente humanitäre Hilfe zu leisten, nach dem Maß der Not, so dadurch einfach sehr viel schwieriger gemacht wird. Finanziell bedeutet das auch, dass die Projekte häufig kostenintensiver werden. Und es kommt noch hinzu, dass auch natürlich Banken oder Finanzdienstleister von diesen Sanktionen betroffen sind und sich dann dadurch stärker einschränken, beziehungsweise Hilfsorganisationen dann eben nicht mehr ihre Dienstleistungen anbieten. Das nennt man Banken-De-Risking im Jargon und bedeutet eben, dass Hilfsakteure dann häufig keine Zahlungskanäle finden, wie sie, um es mal plastisch zu sagen, das Geld dann ins Land bekommen, also zum Beispiel von Deutschland nach Syrien. Auch juristisch gibt es Auswirkungen, weil wenn beispielsweise gegen Sanktionen verstoßen wird, ist natürlich zum einen die humanitäre Hilfe kriminalisiert wird, aber eben auch strafrechtlich verfolgt werden kann. Und hier ist insbesondere eine große Herausforderung, dass Terrorismus international nicht so richtig definiert wird und vor allen Dingen das Wort materielle Unterstützung hier eine große Rolle spielt. Also dadurch, dass Hilfsorganisationen beispielsweise bestimmte Trainings anbieten, kann man schon oder wird es schon international so ausgelegt, dass sie materielle Unterstützung leisten. Also eine sehr schwammige Definition und es ist irgendwie sehr unklar, ab wann sozusagen das gewinnt oder sie sich strafbar machen. Und natürlich letzte Folge wäre die eigentliche Listung einer humanitären Organisation, aber das ist bisher noch nicht meines Wissens nach passiert. Zuletzt, vierter Punkt von den Auswirkungen ist natürlich Reputationsschäden, die eben dadurch entstehen können, dass Hilfsorganisationen sich im Verdacht stehen, Terrororganisationen oder als terroristisch gelistete Gruppen zu unterstützen. Um das vielleicht nochmal ein bisschen an den sozusagen größten Herausforderungen für Hilfsorganisationen zu skizzieren, ist zum einen das sogenannte De-Risking, was ich gerade gesagt habe, also dass Finanzinstitute bestimmte Dienstleistungen verweigern. Also wenn Syrien auf dem irgendwo auftaucht, dann wird gar nicht mehr überwiesen. Das ist natürlich sehr schwierig, weil beispielsweise Gehälter dann nicht bezahlt werden können, weil bestimmte Dienstleister entlang der Logistikgruppe nicht bezahlt werden können. Genau, also eine sehr große Herausforderung für Hilfsorganisationen, die dann eben gezwungen sind, andere Wege, die vielleicht weniger offiziell sind, zu gehen, um die Projektgebiete weiter am Laufen zu halten. Auch hier spielt das Extraterritorialitätsprinzip eine Rolle, weil sobald Banken, die entlang dieser Transferlinie sind, irgendwann in Dollar überweisen oder irgendeine Zahlung in Dollar passiert, sind quasi auch da wieder die US-Sanktionen aktiv. Das führt häufig zu so einer Over-Compliance von Banken, die dann eben sobald irgendwie ein bestimmtes Land auftauchen, ist das gleich so eine rote Flagge. Die denken dann, oh Gott, da müssen wir vorsichtig sein, das machen wir lieber nicht. Und es führt eben dazu, dass vor allen Dingen Non-Profits stärker als Hochrisikoklienten eingestuft werden und dann nicht die Dienstleistungen nicht zur Verfügung stehen. Das alles sorgt so ein bisschen für einen sogenannten Chilling-Effekt, dass also Hilfsorganisationen oder Banken sich viel stärker einschränken, als eigentlich rechtlich nötig wäre. Einfach aus Angst vor diesen Reputationsschäden, vor juristischer Verfolgung, aber eben auch vor anderen Folgen.
Und es gibt sozusagen noch einen vierten Weg, wie Antiterrormaßnahmen für humanitäre Hilfsakteure ein bisschen zum Verhängnis werden können. Und das sind Gebervorgaben in Förderungsvereinbarungen. Also manche Geber, wie zum Beispiel der US-Geber USAID, die haben in ihren Verträgen dann auch sehr strenge Klauseln, dass man Antiterrormaßnahmen berücksichtigen muss. Und hier ist immer so ein bisschen, dass die Sicherheitsüberprüfung von Hilfsempfängerinnen bei Bargeldhilfen ein sehr oft zitiertes Beispiel, was für viele Hilfsorganisationen einfach eine rote Linie ist, dass sie nicht mittragen wollen. Von den Ländern, die am meisten betroffen sind, sind auf jeden Fall die autonomen palästinensischen Gebiete, Syrien, Nigeria und auch Somalia, weil hier einfach am meisten Sanktionen und Antiterrormaßnahmen aktiv sind. Jetzt habe ich sehr viel geredet und es war sicher auch sehr technisch und komplex. Die konkreten Auswirkungen, glaube ich, gucken wir uns noch ein bisschen in der Praxis an, aber ich gebe erstmal zurück an Corinna. Ja, danke Sonja für diese vielen Hintergrundinformationen und wenn ihr zu Hause vor dem Bildschirm dazu Fragen habt, dann stellt die gerne im Chat, den müsstet ihr unten im Stream auch sehen. Und Verena, kannst du da aus deiner Perspektive schon berichten, was sind so die unsere Erfahrungen oder kannst du da auch noch was zum Hintergrund sagen? Ja, gern. Es ist tatsächlich sehr spannend. Auch wir haben uns davor nicht so lange über die Details unterhalten, über die wir heute sprechen werden. Aber wenn jetzt Sonja diese Dinge erwähnt, dann ist auf jeden Fall bei sehr vielen Punkten, die sie sagt, so, ah ja, okay, das kennen wir tatsächlich. Ich würde jetzt tatsächlich zuerst kurz ein bisschen auf die Auswirkungen von Sanktionen auf die Zivilgesellschaft eingehen im Kontext Syrien. Und dann anschließend noch ein bisschen genauer den CSAS Act erläutern, was sozusagen ein unilaterales Abkommen, also ein Abkommen von einem Staat, von den USA nämlich, ist, das in Bezug auf Syrien verabschiedet wurde und das aktuell relativ gravierende Auswirkungen auf die humanitäre Situation vor Ort hat. Und abschließend würde ich dann auch noch mal ein paar Herausforderungen auf ein paar Herausforderungen eingehen, die wir im Alltag so erleben und die dann auch nochmal einige Punkte, die Sonja gerade schon vorgestellt hat, wieder aufgreift. Schaut man sich die humanitäre Situation in Syrien im Moment an, zeigt sich, dass zwar die aktiven Kampfhandlungen, Konflikthandlungen in den letzten Monaten abgenommen haben, tatsächlich die Situation vor Ort und die humanitäre Lage auch vor allem durch eine gravierende Wirtschaftskrise auszeichnet. Dabei ist es natürlich immer schwierig, das jetzt auf einzelne Events sozusagen zurückzuführen. Also das, zu sagen, okay, diese Wirtschaftskrise wurde durch die Sanktionen ausgelöst, weil natürlich immer verschiedenste Faktoren eine Rolle spielen. So ist es aktuell auch bei der Wirtschaftskrise in Syrien, dass natürlich nicht nur die im Juni 2020 verabschiedeten US-Sanktionen sich darauf auswirken, sondern natürlich auch noch die globale Pandemie, die die Region sehr hart trifft und unter anderem auch noch andere wirtschaftliche Auswirkungen in der Region, zum Beispiel die Finanz- und Bankenkrise im Libanon. Trotzdem werde ich jetzt mal ein bisschen versuchen, die Situation vor Ort zu zeichnen und wie sich eben konkrete Sanktionsmechanismen auf die Bevölkerung auswirken. Was in den letzten Monaten sich abgespielt hat in Syrien, ist vor allem eine sehr hohe Inflation. Die syrische Lira hat extrem an Wert verloren. So hat man im Oktober 2019 für ein US-Dollar noch 600 syrische Pfund bezahlt. Im Juni 2020 waren es dann schon 900 und tatsächlich jetzt Ende März war der Wechselkurs für einen US-Dollar 4.300 syrische Pfund. Das wirkt sich konkret natürlich auf die Kaufkraft von den Menschen vor Ort aus. Also die Gehälter haben im Schnitt nur noch 10% des Wertes, wie sie das noch vor einigen Monaten hatten. Das bedeutet auch, dass die Bevölkerung immer mehr von dem Einkommen, das sie hat, auch für essentielle Lebensmittel ausgeben muss.
Man geht ungefähr aus, dass im Schnitt 90% des Einkommens allein für essentielle Lebensmittel im Moment ausgegeben werden muss. Um das so ein bisschen plastischer zu machen, vor einigen Monaten, also im Januar 2020, hat man für ein Liter Öl noch 1.000 syrische Pfund bezahlt. Aktuell kostet ein Liter Öl 5.000 syrische Pfund, wobei die Einkommen natürlich nicht proportional gestiegen sind. Man rechnet es auch immer mit so einem Food Basket, also aus so durchschnittlichen essentiellen Lebensmitteln. Das sind dann Reis, Öl, Brot, Linsen und Zucker. Da ist der Preis für so ein Food Basket in den letzten Monaten um 250% angestiegen. Der kostet aktuell im Schnitt 120.000 syrische Pfund. Das durchschnittliche Einkommen einer ganzen Familie in Syrien ist im Moment 150.000 syrische Pfund. Also da sieht man schon, dass eigentlich das komplette Einkommen einer Familie für essentielle Lebensmittel im Moment verwendet werden muss. Der Mindestlohn von einer Person, die einen Mindestlohn verdient, ist tatsächlich nur 37.600 syrische Pfund. Also davon ist auf jeden Fall nicht der Nahrungsmittelbedarf von einer Familie gedeckt. Das spiegelt sich auch in den Gesamtzahlen wider. Aktuell sind 13,4 Millionen Menschen in Syrien auf humanitäre Hilfe angewiesen. Davon sind 12,4 auch auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Das sind insgesamt 60% der Gesamtbevölkerung. Allein in den letzten Monaten, also im letzten Jahr, sind nochmal 3,1 Millionen Menschen dazugekommen, die auf direkte Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. Also das heißt, zusätzlich haben fast 50% aller Familien ihr Einkommen verloren und 9 von 10 Familien leben in Armut. Also das sind natürlich schon sehr drastische Zahlen, die, glaube ich, die Situation vor Ort relativ gut widerspiegeln. Wie ich schon gesagt habe, dass die Gründe dazu sind dafür sind natürlich vielschichtig. Ein Grund, der auf jeden Fall die Situation immer weiter verstärkt, ist der sogenannte CISAS Act. Der CISAS Act sind Sanktionen, die im Juni 2020 in Kraft getreten sind. Das sind Sanktionen genau von der US-Regierung gegenüber des syrischen Regimes. Ziel dahinter war eigentlich zu verhindern, dass das syrische Regime oder damit Verbündete von dem Konflikt profitieren oder Profite schlagen aus der Situation. Und zusätzlich sollte noch Geldwäsche bekämpft werden. Diese Sanktionen beziehen sich konkret auf 4 Sektoren. Das hatte Sonja vorher ja auch schon gesagt. Das eine ist Öl, also Erdöl und Gas, dann auf die Luftfahrtindustrie, aber auch auf den Sektor, Construction, also Baugewerbe und auch auf das Ingenieurswesen. Interessant ist hier, das hatte Sonja vorher schon auch schon gesagt, dass sozusagen nicht nur die direkten Akteure sanktioniert werden, sondern auch noch Akteure, die indirekt mit diesen Sektoren zu tun haben. Das heißt also Akteure, die zum Beispiel in diese Sektoren investieren, auch wenn sie eben nicht direkt in der Region sind. Führt auch dazu, dass zum Beispiel Akteure, die sich theoretisch am Wiederaufbau von Syrien beteiligen, das heißt, die in die Infrastruktur vor Ort investieren unter Regimegebiet, dass die von diesen Sanktionen direkt betroffen sind. Das hat eben auch wieder das, was Sonja vorher schon gesagt hat, diesen exterritorialen Faktor, dass also auch Leute in anderen Regionen für eine Partizipation von einem theoretischen Strukturaufbau oder was auch immer, also das ist natürlich das extremste Beispiel daran, aber dass die für dieses Handeln theoretisch sanktioniert werden können. Was auch noch interessant ist, ist, bei diesen Sanktionen ist explizit humanitäre Güter und Leistungen ausgenommen. Das ist dann nachher, wenn man sich die Realität vor Ort immer anschaut, natürlich sehr schwierig, weil was dann auf der einen Seite Sonja auch vorher schon gesagt hat, dass ganz viele Sektoren, zum Beispiel der Bankensektor, oft pauschal ausschließt, überhaupt mit Syrien irgendwelche Transaktionen zu partizipieren, wo Gelder nach Syrien fließen, weil die das einfach per Definition ausschließen, um überhaupt dieser potenziellen Gefahr entgegenzuwirken, dass sie vielleicht dafür belangt werden können. Und das ist sozusagen auch in anderen Bereichen für andere Unternehmen oder Industrien, wenn es um Medizinprodukte geht zum Beispiel, dass die per Definition ausschließen, Güter bereitzustellen und in die Region
zu transportieren, weil vor allem auch bei medizinischen Produkten oft dieser, jetzt habe ich diesen Namen vergessen, Sonja, wie hast du das vorher genannt? Dual Use, genau. Weil da oft diese Gefahr auch noch mit einhergeht und das für die sich für die Unternehmen oder auch für die Banken oft nicht lohnt, sich dieser Gefahr überhaupt hinzugeben. Deswegen schließen sie das kategorisch aus. Ein anderer Nebeneffekt, der in Syrien vor allem noch zu beobachten ist, ist, dass da humanitäre Güter ausgenommen sind, das syrische Regime relativ häufig humanitäre Mittel instrumentalisiert, um überhaupt noch Gelder in die Region zu bekommen. Das hat man in der Vergangenheit relativ häufig beobachtet, dass sie sozusagen eine große Einflussnahme darauf gehabt haben, wenn humanitäre Hilfsorganisationen, die unter dem Regime registriert sind, wie die ihre Hilfe leisten und wohin diese Hilfe, diese Güter oder auch Gelder gelangen. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem, das in Syrien aktuell herrscht und das jetzt nochmal durch die Sanktionen nochmal verschärft wurde. Genau, das hatte ich vorher auch schon gesagt und Sonja auch, dass eben der Besonderheit bei diesen Sanktionen ist, dass sie sehr weit gefasst sind und sozusagen sich auf einen kompletten Staat oder das Regime, zumindest auf das Regimegebiet, aber nachher im Endeffekt sich auch auf Nordostsyrien, also auf komplett Syrien auswirken und eben sowohl direkte Akteure, die an Handlungen damit beteiligt sind, als auch auf indirekte auswirkt, was dann eben genau dazu führt, dass es extrem schwierig ist, sowohl finanzielle Mittel als auch Güter im Allgemeinen in die Region zu bringen. Und das wirkt sich eben wiederum auch extrem auf die Zivilbevölkerung aus. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Brot. Also man geht jetzt im Moment davon aus, oder man sagt immer, dass aktuell eine Brotkrise herrscht in Syrien. Ein komischer Name, aber das hat vor allem damit was zu tun, dass vor 2011 war Syrien sozusagen Exporteur von Getreide. Also sie haben mehr angebaut, als sie verkonsumiert haben. Dann wurde die Infrastruktur vor Ort durch den Konflikt zerstört und auch viel Anbaufläche ist nicht mehr zugänglich und kann auch nicht mehr genutzt werden. Und deswegen sind sie gerade aktuell abhängig von Importen von Getreide, um Brot herzustellen. Das ist aber wiederum nicht möglich, weil das syrische Regime auch nicht exportieren darf wegen den Sanktionen. Deswegen sind auch keine Fremdwährungsmittel in der Region. Also hat der syrische Staat de facto keine Fremdwährungsmittel und kann dementsprechend natürlich auf dem Weltmarkt auch keine Güter einkaufen. Das heißt, dass jetzt gerade im aktuellen Fall einfach kein Getreide vor Ort ist. Russland hat tatsächlich noch Getreide an Syrien exportiert, aber diese das hat jetzt auch in den letzten Monaten nochmal extrem abgenommen und die haben sozusagen diese Raten verkürzt, die sie ins Land bringen, was de facto gerade aktuell vor Ort dazu führt, dass obwohl Brot subventioniert ist, man einfach kein Brot vor Ort bekommt. Brot ist eigentlich eines der Grundnahrungsmittel seit 2011, weil es schon eines der günstigsten Grundnahrungsmittel ist, die man haben kann. Genau, und das sehen wir einfach tatsächlich in unserer tagtäglichen Arbeit, dass wir, wenn wir zum Beispiel zu einer Gesundheitseinrichtung mit Essen versorgen wollen, dass unsere Mitarbeitenden morgens 2 Stunden durch die Stadt fahren müssen, bis sie eine offene Bäckerei finden, die überhaupt noch Brot an dem Tag verkauft. Das Gleiche ist auch mit Öl. Man denkt immer bei Syrien, dass es eigentlich ja mal Exporteur von Erdöl war. Tatsächlich ist Erdöl aber in der Region gerade auch extrem knapp. Man steht oft stundenlang an, bis man überhaupt Öl bekommt. Das liegt vor allem darin, dass obwohl auch vor allem Nordostsyrien da Ölquellen sind, aber keine Raffinerien. Das heißt, das Öl, das da aus der Erde geholt wird, kann eigentlich nicht zu Diesel verarbeitet werden. Und deswegen ist es, obwohl es eine sehr ölreiche Region ist, das Öl vor Ort gerade aktuell sehr schwer zugänglich. Das hat tatsächlich dann verschiedenste Auswirkungen. Auf der einen natürlich ist es schwierig überhaupt, ne, für Transport, für Autos, was auch immer, aber vor allem auch im Winter für Wärme. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen konkreten Fall, dass in einem Camp werden normal immer Dieselrationen ausgegeben an die Bevölkerung, also an die BewohnerInnen des Camps, dass die Öfen damit in Betrieb genommen werden können, da aber kein
Öl zugänglich wurde, wurde Kerosin verwendet. Kerosin ist sozusagen die dreckigste Stufe des Öls, also das unraffinierte Öl, weil das ist das Einzige, was zugänglich war. Die sind dann natürlich dann nicht für diese Öfen geeignet und es hat tatsächlich in diesem Camp einen Großbrand ausgelöst, wo es über 50 schwerstverletzte Menschen gab und ich glaube nachher auch 7 Personen daran gestorben sind. Also das sind sozusagen auch nochmal, da denkt man natürlich nicht dran, aber das sind tatsächlich dann auch Auswirkungen, die man hat, wenn natürlich so eine extreme Knappheit von Grundnahrungsmittel, aber auch Grundmittel für die grundsätzliche Versorgung fehlen. Genau. Sonst die Auswirkungen von Anti-Terrorism-Maßnahmen, was von GeldgeberInnen-Seite angeht, das merken wir bei der Arbeit in der Region tatsächlich auch relativ krass. Also auf der einen Seite genau das Problem, was Sonja geschildert hat, dass es extrem schwer ist, Gelder in die Region zu bekommen, dass sozusagen verschiedenste Geldinstitute einfach verweigern, mit humanitären oder mit uns zusammenzuarbeiten, weil sie sagen, okay, sie werden sich an keinen Transaktionen beteiligen, die sowohl in den Irak als auch nach Syrien gehen. Und dann selbst, wenn man dann nachher Banken hat im Irak, vor allem wenn man dann so Zwischenbanken benutzt, dass dann auch die bei Gelderauszahlungen sozusagen immer genau wissen, also man muss dann sozusagen beweisen, dass diese Gelder nicht nach Syrien gehen, selbst wenn man verschiedenste Verträge von humanitären GeldgeberInnen oder sonst was vorlegt, wird dann pauschal trotzdem die Zusammenarbeit ausgeschlossen, was es für uns einfach extrem herausfordernd macht, die Löhne von unseren lokalen MitarbeiterInnen zu zahlen oder auch Medikamente oder allgemein Güter vor Ort zu kaufen. Genau, oft ist auch können einfach auch Gegenstände vor Ort nicht repariert werden, weil Ersatzteile fehlen, sowohl Autos, also Autos ist auch immer ein ganz großes Problem, wenn irgendwelche Autos liegen bleiben, dann kostet es teilweise, also wir arbeiten im Nordostsyrien, da kann man noch gewisse Güter über die irakische Grenze importieren. Das heißt aber, dass Ersatzteile trotzdem exorbitant teuer sind oder ganz oft auch einfach nicht zugänglich. Das wirkt sich auf uns natürlich bei unserer Arbeit aus, aber natürlich noch viel mehr auf die Zivilbevölkerung. Schaut man jetzt zum Beispiel wieder Getreide an. Selbst wenn es Anbauflächen gibt, können dann die Maschinen, die für den Anbau notwendig sind, nicht repariert werden. Und so verstärken sich diese ganzen Effekte einfach kontinuierlich und verschlimmern die Lage vor Ort. Genau, so ein kurzer Einblick von meiner Seite. Ja, danke, Verena, für den Einblick in diese vertrackte Situation. Es gab jetzt schon eine ganze Menge Fragen aus dem Chat und da wäre die erste Frage nochmal an Verena. Du hast jetzt schon viel gesagt zum Thema Nahrungssicherheit und so weiter. Könntest du noch mal ein paar Worte mehr zum Zustand des syrischen Gesundheitssystems an sich sagen? Und gibt es auch hier vielleicht konkrete Beispiele für die Auswirkungen von Sanktionen? Wo fehlt es am meisten, ist die Frage aus dem Chat. Also ich kann jetzt vor allem für die Situation in Nordostsyrien sprechen. Genau, wie das im Regimegebiet aussieht, da habe ich keinen direkten Zugang, weil wir da nicht arbeiten. Aber ich denke mal, dass die Situation sich wahrscheinlich nicht groß unterscheiden wird. Allgemein ist es die Situation in dem Sinn relativ prekär, weil sozusagen grundsätzliche Investitionen in die Infrastruktur fehlen, was in Syrien im Allgemeinen sehr viel, versucht oder viel gemacht wird von humanitären Hilfsorganisationen, ist dann natürlich die humanitäre Nothilfe, das heißt natürlich irgendwie die Befriedigung oder den direkten Bedürfnissen zu entsprechen, was dann natürlich vor allem dann so primäre Gesundheitsversorgung angeht oder Notfallversorgung, aber man natürlich keine Investitionen wirklich hat in den Aufbau von einer Gesundheitsstruktur, die dann zum Beispiel auch chronische Krankheiten abdeckt oder vor allem dann auch teure diagnostische Instrumente vonnöten sind, wie Krebsvorsorge oder Behandlung von chronischen Krankheiten im Allgemeinen. Und vor allem auch die sekundäre Gesundheitsversorgung, also Krankenhäuser sind definitiv können nur unzureichende Leistungen verbringen.
erbringen und es sind auch ganz oft fehlen essentielle Medikamente für spezifische Krankheiten. Und hier sind vor allem dann auch Narcotics, also Dinge, die man dann, ja, Betäubungsmittel oder für Operationen benötigt, sind relativ schwierig. Was wir auch merken, ist dann natürlich oft das, was die Anschaffung von Medikamenten oder auch Medizinprodukten angeht, dass wir natürlich dann schauen müssen, wo wir diese kaufen, weil man eben immer auch überprüfen muss, dass die Supplier, die man hat, eben nicht auf einer Sanktionsliste stehen. Wir haben dann immer, also das wird dann von den GeldgeberInnen vorgegeben, ab einem Betrag von 100 US-Dollar muss man nachschauen, ob sowohl die Angestellten als auch der Supplier auf diesen, und dann wird es aufgelistet, Sanktionslisten stehen. Und es ist natürlich sowohl von uns ein krasser Aufwand, das immer nachzuprüfen. Genau, und beschränkt uns aber auch bei der Beschaffung von vor Ort. Also es gibt da tatsächlich relativ hohe Standards und es sind, also, und damit wird dann auch oft gekämpft und deswegen sind oft Sachen auch nicht zugänglich, weil man eben vor Ort nicht richtig Unterstützung leisten kann, weil man keinen Zugang zu den Gütern hat. Jetzt habe ich ein bisschen an der Frage vorbeigeantwortet, ne? Kann das sein? Es ging ja um den, um das Gesundheitssystem. Und, ja, insofern ja. Danke. Es gibt jetzt noch eine Frage, wahrscheinlich eher an Sonja, wir könnten auch gerne beide darauf antworten. Gibt es Forschung oder Erkenntnisse, wie oft verhängte Sanktionen ihren eigentlichen Zweck erfüllen und erfolgreich sind? Also ja, letztendlich die Abwirkung. Also wir haben jetzt schon viel darüber geredet, wie es halt negativ auf die humanitäre Hilfe sich auswirkt. Aber ja, kommt es eigentlich auch vor, dass sie erfolgreich sind? Ja, ich glaube, Verena hat schon das Stichwort gesagt, es ist halt sehr schwierig, da eine Kausalität herzustellen. Also es sind dann oft sehr komplexe Zusammenhänge, weswegen das dann oft sehr schwierig ist, da zu messen, ob Sanktionen erfolgreich sind oder nicht. Es gibt auf jeden Fall Forschung. Grundsätzlich sind jetzt insgesamt Wirtschaftssanktionen nicht unbedingt mein Forschungsgebiet. Also insofern kann ich da nicht allgemein was zu sagen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass die London School of Economics unter der Führung von Rim Turkmani Sanktionen im Bereich Syrien oder Sanktionen gegen das syrische Regime untersucht hat über einen längeren Zeitraum und da sehr belastbare Erkenntnisse gewonnen hat. Also ich fand eine sehr, sehr erhellende Studie, die ich jetzt gar nicht so unbedingt so schnell zusammenfassen kann. Aber da genau konnte man schon sehen, welche Auswirkungen das konkret hat. Und also es gibt sozusagen Forschung dazu. Ich glaube, grundsätzlich versucht man oder ist so ein bisschen in der Evolution, dass man versucht, die Sanktionen immer smart zu machen oder dass sie eben nur bestimmte Bereiche abdecken. Aber das funktioniert letztlich nie so richtig, weil, wie Verena gesagt hat, dann letztlich so viele nicht intendierte Effekte dann letztlich da rauskommen. Genau, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, dass da so eine Kausalität festzustellen. Das war auch tatsächlich noch eine Frage dann im Chat, ob es Möglichkeiten gibt, Regimes zu sanktionieren, ohne Bevölkerung und humanitäre Hilfe zu belasten. Aber ja, es ist, hast du ja gerade eben schon beantwortet, quasi, ne? Es wird versucht, aber es ist schwierig. Können wir denn allgemein etwas oder könnt ihr etwas zu möglichen Lösungsansätzen für diese vertrackte Situation sagen? Also wie, ja, kommt man da irgendwie raus? Gerne. Also grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass es auf vielen Seiten Empfehlungen gibt und das auch schon in sehr vielen Papieren eigentlich zusammengetragen wurde an Regierungen, an die UN, an Banken und so weiter, was eigentlich sich alles verändern muss, damit diese Situation nicht so weiter besteht. Da ist sehr wenig passiert. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen was in Bewegung. Also gerade auf der UN-Ebene findet dieses Jahr eine Überarbeitung der Counter-Terrorism-Strategie statt,
Ich glaube, man kann da nur sehr, sehr vorsichtig optimistisch sein, dass das groß was ändert. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Advocacy-Arbeit von humanitären Akteuren schon durchaus gehört wird. Das wäre sozusagen ein Lösungsansatz, hier als humanitäre Akteure ein bisschen an einem Strang zu ziehen, gemeinsame Advocacy zu machen. Das ist durchaus auch erfolgreich. Beispielsweise gab es 2019 eine UN-Sicherheitsratsresolution, die für Somalia die Al-Shabaab nochmal als Terrororganisation gelistet hätte, allerdings ohne humanitäre Ausnahme. Da war es die Lobbyarbeit oder Advocacy-Arbeit sehr erfolgreich, denn letztlich wurde das abgewendet und genau, insofern da konnte was erfolgreich. Und da ist tatsächlich auch der wichtigere oder der wichtigste Anknüpfungspunkt, bevor sozusagen die Gesetzgebung schon besteht oder die Resolution besteht, ist es leichter, da anzusetzen, als wenn es schon sozusagen zu spät ist. Es gibt auch in verschiedenen Ländern, Niederlande, Großbritannien, Frankreich, gibt es sogenannte Multi-Stakeholder-Dialoge, wo man versucht, mit Regierungsinstitutionen, aber auch mit den Finanzinstitutionen in Gespräch zu kommen, um da Lösungen zu finden. Das ist so ein bisschen im Anlaufen, auch in Deutschland. Allerdings sind auch da die Erfahrungen der Kollegen aus dem EU-Ausland vorsichtig optimistisch, dass dann letztlich der Bankensektor da doch recht wenig zur Lösung des Problems beiträgt, was jetzt das De-Risking angeht. Genau, Verena hat schon gesagt, es gibt diese humanitären Ausnahmeregelungen. Die EU hat eigentlich das auch sehr umfangreich für ihre Maßnahmen. Trotzdem funktioniert das immer nur so bedingt, weil es dann doch recht aufwendig ist, für bestimmte Güter, für bestimmte Regionen, für bestimmte Projekte sogenannte humanitäre Ausnahmen zu beantragen. In Deutschland macht das unter anderem die Bundesbank und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Und solange man dann gefördert wird, zum Beispiel vom Auswärtigen Amt oder von einem staatlichen Geber, unterstützen die einen da auch in gewissem Maße, diese Ausnahme zu erwirken. Aber das ist eben, da sind die Erfahrungen sehr unterschiedlich, wie gut das klappt und wie einfach das ist. Es gibt auch noch ein bisschen technischere Mittel, also sogenannte Comfort Letters gibt es noch, wo versucht wird zu so eine Art Garantie zu übernehmen, dass das Geld eben nicht an terroristische Organisationen geht. Auch da gibt es, glaube ich, so begrenzt erfolgreiche Erfahrungen mit. Und auch etwas neu sind sogenannte dezidierte humanitäre Zahlungskanäle, wo man versucht, dann diese Beteiligung von Dollar in Transaktionen zu vermeiden, indem dann keine US-Banken beteiligt werden. Die gibt es aber aktuell nur für den Iran und wurden von den Schweizern sozusagen initiiert. Aber da weiß ich auch nicht, ob sowas für Syrien geplant ist. Und insgesamt ist Syrien natürlich ein so politisierter Kontext, dass da insgesamt sehr wenig Bewegung ist, auch auf Seiten der Staaten. Vielleicht letzter Punkt, natürlich ist auch, können sozusagen auch die Hilfsakteure selbst aktiv werden. Ich glaube, ein umfangreiches Risikomanagement ist sicher auch hilfreich. Ich habe schon ein bisschen am Anfang angedeutet, es ist eine sehr komplexe Lage und nicht jeder ist, vor allen Dingen kleinere Hilfsorganisationen sind vielleicht nicht unbedingt in der Lage, da die ganze Komplexität zu erfassen und jegliche Sanktionen in all ihren Auswirkungen zu kennen. Aber grundsätzlich beginnt es eben auch mit einem Mapping, wenn wir in einem Projektgebiet aktiv werden, welche Sanktionen gibt es. Es gibt diese Website Sanctions Map EU, wo alle Sanktionen aufgelistet sind, wo man dann direkt sehen kann, ob in dem Gebiet Sanktionen aktiv sind. Und dann, wie Verena ja schon gesagt hat, hat das oft zur Folge, dass
Partner der Supply Chain überprüft werden müssen oder eben auch im schlimmsten Fall die Geber die Anforderung stellen, dass die HilfsempfängerInnen selber auch überprüft werden müssen. Vielleicht soweit. Okay. Ja, es gab, also der Chat ist wirklich sehr rege. Es gibt hier noch ein paar weitere Fragen. Die eine Frage geht wohl eher nochmal so ein bisschen Richtung Verena, würde ich mal denken. Und zwar, welche Herausforderungen gibt es für Hilfsorganisationen im syrischen oder nordostsyrischen Kontext, sich intern an humanitäre Prinzipien zu halten? Wie stellen die Organisationen sicher, dass sie sich überhaupt an humanitäre Prinzipien halten können? Ja. große Frage. Ja, das ist eine sehr, sehr große Frage. Aber ja, magst du da irgendwie darauf antworten? Ja, klar. Also genau, dann gehen wir jetzt mal weg von den Sanktionen zu den obwohl es spielt eine Rolle. Also meistens oder beziehungsweise Cardus macht es auch so, dass wir einen Code of Conduct haben. Den kann man auch online einsehen. In diesem Code of Conduct sind die auch die humanitären Prinzipien festgeschrieben. Das mit den humanitären Prinzipien, die sind immer sehr, also sehr grundsätzlich und Organisationen können die natürlich in verschiedene Richtungen gewisser ein bisschen auslegen. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass man, die sind natürlich, ne, Unparteilichkeit, Neutralität, das ist wichtig, aber wie, das sind natürlich große Begriffe, wie man, ne, wie kann man die dann ausgestalten? Manche stellen sich eher solidarischer auf mit den Beneficiaries, manche Organisationen stellen sich eher neutraler aus und äußern sich zum Beispiel politisch also gar nicht. Also Internationale Rote Kreuz ist zum Beispiel der Fall, die einfach genau sich zum Beispiel auch zu Kontexten von Konflikten nicht äußern, weil sie sozusagen dann dadurch schon die Neutralität gefährdet sehen. Also es gibt da immer noch mal natürlich gewisse Spielräume, wie sich eine Organisation ausrichtet, aber grundsätzlich ist es so, dass man in seinem Code of Conduct die humanitären Prinzipien hat und die dann auch, wie die dann konkret ausgestaltet wird in der Arbeit und bei uns dann sozusagen auch immer festgeschrieben wird, welchen Grundsätzen wir nicht widersprechen dürfen. Also wir dann natürlich auch nochmal genauer ausdifferenzieren, was sind sozusagen grundsätzliche Brüche mit für uns mit den humanitären Prinzipien und mit unserem Verständnis davon. Und wir dann sozusagen dann ab dem Zeitpunkt sagen, okay, ab dem Zeitpunkt handeln wir nicht mehr oder das würde den humanitären Prinzipien und unserem Code of Conduct widersprechen. Da ist es dann auch nochmal wichtig, dass das vor allem auch wichtig ist, dass man natürlich alle MitarbeiterInnen zum Beispiel in diesem Code of Conduct auch schult. Also wenn man natürlich dann einen sehr hohen, also ne, sehr viele MitarbeiterInnen hat und vor allem dann auch in verschiedenen Kontexten, ist es einfach sehr wichtig, dass man da auch alle Leute, die mit einem zusammenarbeiten, auch in diesem Code of Conduct und den Grundwerten der Organisation schult. Trotzdem sind humanitäre Prinzipien genauso wie das Fundament, aber es sind einfach gerade vor allem bei der Arbeit in Krisen- und Konfliktregionen ist es natürlich ein ständiger Aushandlungsprozess und auch ein Reflexionsprozess, den man selber machen muss als Organisation und zu reflektieren, okay, bin ich noch neutral, bin ich unabhängig, zu welchem Punkt kann ich überhaupt unabhängig sein in dem Kontext, in dem ich arbeite? Ist man, sobald man öffentliche Gelder annimmt zum Beispiel, ist man dann überhaupt noch unabhängig oder nicht mehr? Und wie wird man in bestimmte Arbeiten gedrängt oder durch andere Interessen gedrängt oder nicht? Also das ist tatsächlich einfach extrem essentiell, dass man das ständig auch kritisch reflektiert. Ja, das ist schon meine Antwort dazu. Danke, ist auf jeden Fall eine kontinuierliche Diskussion. Und wenn ihr euch gerne mal den Cardus Code of Conduct angucken wollt, den gibt es auf cardus.org auf unserer Webseite unter dem Punkt unter uns bzw. About Us. Dann könnt ihr euch den gerne mal durchlesen. Und wir haben jetzt noch eine letzte Frage aus dem Chat, die ist wieder sehr spezifisch. Was können zum Beispiel deutsche Firmen, etwa Hersteller von Medikamenten oder Medizinprodukten tun, um die Arbeit von Hilfsorganisationen zu unterstützen? Können Firmen trotz Sanktionen eigene Medizinprodukte spenden? Wie und an wen? Mag da eine von euch drauf antworten? Sonja, fällt ihr mit so grundsätzlich was? Ich bin auch ein bisschen überfragt. Ja, also
Genau, es gibt ja tatsächlich auch diese Ausnahmeregelung, dass es für humanitäre Hilfe gedacht ist. Das geht dann tatsächlich, wenn ein deutsches Unternehmen dann dieses Produkt natürlich speziell für humanitäre Hilfe deklariert. Das hattest du ja vorher auch gesagt, Sonja, ne? Das ist dann bei dem Export dann, was ist das Institut, das Bundesamt für Wirtschaft und, nee, was war es? Ausfuhrkontrolle. Ausfuhrkontrolle, genau. Das geht und die Produkte können dann, die Güter können dann auch verwendet werden. Das Problem ist dann tatsächlich meistens immer, das sozusagen in die Region zu importieren. Also der Export dann von Deutschland kann man formalisieren und das geht dann auch, aber die Produkte dann sozusagen weiter, zum Beispiel von den Irak nach Nordostsyrien zu transportieren, ist dann immer oft ein sehr, sehr, sehr hoher bürokratischer Aufwand, wo man sich vor allem auch vor Ort natürlich gut auskennen muss, weil es ja nicht nur die deutschen Gesetze greifen, sondern eben auch zum Beispiel die Gesetze dann von der Region, also von dem Land, wo das dann in die Krisenregion gebracht wird, wie zum Beispiel von den Irak nach Syrien. Das ist aber theoretisch möglich, es ist einfach immer ein sehr hoher bürokratischer Aufwand. Genau, aber wir schaffen das tatsächlich noch regelmäßig. Ist zwar immer schwierig, aber es geht. Ich meine, fast alle Sanktionen haben eigentlich Ausnahmen für pharmazeutische Produkte, aber es ist oft so, wie Rena schon gesagt hat, dass dann zum Beispiel bestimmte Teile eben nicht eingeführt werden können, die dann bestimmte CT-Geräte oder anderes wieder zum Laufen bringen. Und ja, also es ist tatsächlich so, dass Sanktionen selten direkt den Medizinbereich betreffen, aber dann eben sehr häufig doch irgendwie indirekt dazu führen, dass doch der Gesundheitssektor davon betroffen ist. Kann ich vielleicht noch so allgemein ergänzen. Okay, danke. Hier kam gerade noch eine letzte Frage rein, die werfe ich jetzt noch einmal in die Runde. Inwiefern ist Wissenstransfer von Sanktionen betroffen? Vor allem neutrale Bildungsprozesse in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Ja, ist nicht so ganz unser Fachfeld, aber könnt ihr dazu noch irgendwas sagen? Wissenstransfer? Sonja? Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Also ob der Bildungssektor, also ich meine, ich kann jetzt nicht zurückfragen an den Fragesteller, aber ob der Bildungssektor von Sanktionen betroffen ist, also meines Wissens nach nicht direkt, aber ja, vor allen Dingen natürlich durch dann wieder indirekt, dass die Zivilbevölkerung sehr stark betroffen ist. Nicht insgesamt eben keinen Zugang hat zu Gesundheit, zu Ernährung und so weiter. Aber ja, so direkt kann ich nicht drauf antworten. Was mir dazu vielleicht einfallen könnte, ist, dass es natürlich manchmal der Fall sein kann, dass man in einer Region arbeitet, wo zum Beispiel ein Akteur als Terrororganisation gilt. Dieser Akteur oder die Akteurin dann natürlich, aber trotzdem grundsätzliche Leistungen bereitstellt. Also wenn man natürlich eine Gruppe in der Region hat, die gleichzeitig aber eigentlich auch für das Bildungswesen zuständig, also die Schulen betreibt oder auch die medizinischen Einrichtungen betreibt und die sozusagen eigentlich quasi staatlicher Akteur ist, man dann aber als humanitäre Organisation nicht mit diesen zusammenarbeiten darf, weil sie als Terrororganisation gelistet sind, dann kann es tatsächlich konkrete Auswirkungen haben, weil man eben dann auch gewisse Ausbildungsprozesse oder Trainings nicht geben darf, weil man offiziell mit dieser Organisation oder mit dieser Gruppe, mit diesem Akteur nicht zusammenarbeiten darf. Das ist tatsächlich auch in manchen Regionen der Fall und teilweise auch in Syrien. Okay, damit sind wir dann auch schon am Ende unserer Zeit angekommen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr zum Schluss sagen möchtet? Irgendwelche Aufforderungen an die Politik, die ihr hier zum Beispiel nochmal in die Runde schmeißen möchtet? Oder geht noch was? Verena, the floor is Ich yours. bin auch Nee, ich habe, glaube ich, keine konkreten Aufforderungen. Nee, also ich glaube, dass es einfach ein krass bestimmendes Thema tatsächlich der Arbeit ist in diesen Regionen und das extrem, ja, es ist einfach eine extreme Herausforderung
die Kapazitäten aufzubringen, trotzdem in diesen Regionen zu arbeiten. Und es ist natürlich noch mal schwieriger zu sehen, wenn so viele Kapazitäten in die Bürokratie fließen und nicht in die direkte humanitäre Arbeit, obwohl sie genau in diesen Regionen so essentiell ist. Und das ist natürlich sehr frustrierend oft bei der Arbeit, weil man einfach so viel an Bürokratie und Hintergrund leisten muss, für dass die Hilfe überhaupt ankommt. Und das ist tatsächlich, das ist sehr frustrierend und macht die Arbeit tatsächlich sehr schwierig. Ja. Das wär's. Ja, ich glaube, auf der Policy-Ebene habe ich das Gefühl, ich betrachte das Thema jetzt vielleicht so seit anderthalb Jahren ungefähr oder begleite es so ein bisschen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es viel mehr auf der Agenda ist und dass da viel mehr im Dialog, man im Dialog ist, sowohl mit Regierungsinstitutionen und Banken, und schon versucht wird, das Problem ein bisschen näher zu bringen. Nur habe ich das Gefühl, dass dann doch immer wieder der schwarze Peter quasi den Non-Profits zugeschoben wird, die dann vielleicht nicht gut genuges Risikomanagement haben oder wie auch immer, dass da immer so ein bisschen der easy way out genommen wird, insbesondere weil diese Financial Action Task Force, die ja als zwischenstaatliche Organisation das insgesamt begleitet, da auch so sehr dieselbe Linie fährt. Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass wir also als CHAR auch mit dem Thema weitermachen. Und ich habe ja schon eben erwähnt, dass in Deutschland sich gerade ein bisschen was bewegt, was den Dialog mit unter anderem Finanzdienstleistungen mit Finanzdienstleistern angeht, passiert. Und wir auch als CHAR versuchen, wieder eine neue Veranstaltung zu machen, wahrscheinlich im Mai, wo es auch um gemeinsame Advocacy-Bemühungen geht. Denn ich glaube, wenn Hilfsorganisationen oder Hilfsakteure, die ja alle da irgendwie im selben Boot sitzen, da zusammen eine gemeinsame Linie fahren, kann man, glaube ich, grundsätzlich mehr erreichen, als wenn jeder für sich kämpft. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil vielleicht gibt es unterschiedliche Workarounds oder man findet irgendwie Lösungen, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht. Und vielleicht ist man nicht unbedingt immer so bereit, darüber zu reden, weil es eben sehr, ein sehr sensitives Thema ist. Aber da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass sich da vielleicht ein bisschen was tut. Ja, super. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Veranstaltung. Ich verfolge das gespannt, was das CHAR so macht. Und dann danke ich euch beiden ganz herzlich, dass ihr da wart. Und auch nochmal danke in den Hintergrund an den Maschinenraum vom VOG, dass ihr gestreamt habt für uns. Und ja, dann macht's gut. Ciao, ciao. Danke. Ciao. Danke.